Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video-Review auf Starblight.de. Ja, und hier habe ich was ganz Besonderes für euch, nämlich für alle Nintendo-Geeks. Es ist ein Super Mario-Set von der Firma Bandai, besser unter Reihe gebracht aus SH Figure Arts. Und ja, habe ich mir gekauft bei Actionfiguren24, verlinke ich noch unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich als alter Nintendo-Fan konnte mir das Set natürlich nicht entgehen lassen. Es gibt insgesamt drei Sets. Einmal dieses Hauptset, was ich hier habe. Dort sind enthalten Mario, ein Fragezeichen-Box, ein Pilz und eine Münze mit hier so einem kleinen Standfuß. Kostet in etwa ca. 20 Euro. Und ja, dann gibt es noch zwei weitere Sets. Die sind hier jetzt nicht in Setform abgebildet, sondern halt hier sieht man es halt komplett mal, wie es aussehen kann, wenn man das halt so zusammenstellt. Zum Beispiel gibt es halt noch ein Set, da sind dann hier so ein, wie heißen die? Nicht Koopa, Gobba, Gobbo, Gabba? Ich weiß es gerade nicht, wenn ich ehrlich bin. Und zwei von diesen Röhren, von diesen typischen Nintendo Mario Röhren. Dann gibt es noch ein Set, dort ist dann halt hier der Standfuß drin, an dem man halt auch Mario dran befestigen kann. Und halt hier so drei Blöcke, wo dann halt auch nochmal hier eine Münze bei ist. Und das sieht dann halt wirklich ziemlich cool aus. Außerdem gibt es noch hier diesen Schildkrötenpanzer, den Mario auch passenderweise mit einem extra Set Händen halten kann. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, in welchem von diesen beiden Zusatzsets, da es mit drin ist. Ich verstehe jetzt gerade auch leider nicht wirklich viel, weil hier alles auf Japanisch ist. Aber mal gucken, vielleicht werden wir durch die Anleitung schlauer. Beziehungsweise hier ist noch so ein kleines Booklet dabei. Und hier sieht man halt auch nochmal. Ah ja, genau, da haben wir die Sets ja abgebildet. Stimmt. Also wir haben hier das Röhrenset mit dem Goomba, mit dem Schildkrötenpanzer, der Münze und dem paar Hände. Und diesen beiden Röhren halt, wie gesagt. Und dann halt Set Nummer 2 mit dem Standfuß, mit den Blöcken und noch einem Goomba. Und ja, ich finde, wenn man alle drei Sets zusammen hat, kommt das Ganze erst wirklich richtig gut rüber. Die Zusatzsets werde ich mir auch noch nach und nach zulegen, denn ich habe Großes vor. Ich habe das auch bei uns in einer Facebook-Gruppe mal angedeutet. Ich habe nämlich jetzt einfach mal testweise, um halt einfach mal zeigen zu können, wie ich mir das vorstelle, ausgedruckt auf einem Blatt Papier einen Hintergrund aus einem Nintendo Mario Spiel und habe mir da jetzt einfach mal so spontan in einer kleinen 5 Minuten Arbeit so einen Hintergrund für mein Regal gebastelt. Und wie ihr es vielleicht schon im kurzen Intro gesehen habt, sieht das doch ziemlich cool aus, wenn Mario davor steht. Und ja, mal gucken. Ich werde mir da definitiv nochmal in besserer Qualität noch so einen Hintergrund ausdrucken und mal gucken, was das so gibt. Muss mal wieder ein bisschen rein. Ja, wie gesagt, die Figur ist aus der SH Figure Arts Reihe und gemessen an der Qualität etc. ist die Figure Arts natürlich schon was für Sammler und besticht halt auch durch die Detailliertheit und eben auch durch die große Beweglichkeit der Figuren. Wie schneidet Mario dahingehend ab? Beweglichkeit, wir haben ein Kugelgelenk im Kopf und halt hier noch zusätzlich ein Scharnier. Dummerweise ist durch die Kopfform von Mario, also Mario hat wirklich einen relativ großen Kopf, die Bewegung relativ eingeschränkt. Bewegt man zu viel, löst man den Kopf vom Kugelgelenk. Ja, da hätte ich vielleicht irgendwie eine Möglichkeit gut gefunden, den Kopf ein bisschen rauszuziehen. Hier meine Tochter meckert gerade ein bisschen, nicht ablenken lassen. Dann haben wir hier ein kleines Gelenk in den Schultern. Das ist auch zwar ziemlich beweglich, aber halt auch nicht unbedingt der Standard, den Figure Arts halt da irgendwie etabliert hat. Wir haben außerdem ein Ellenbogengelenk, das ist aber auch nur in einem bestimmten Winkel biegbar, also auch fernab von dem, was andere Figure Arts Figuren drauf haben. Dann das Handgelenk lässt sich rotieren. Wie gesagt, in einem anderen Set sind ein paar zusätzliche Hände bei. Die kann man ganz einfach abziehen und wieder dran stecken. Das ist alles kein Problem. Dann haben wir leider kein
Rotationspunkt hier am Bauch, das heißt, wir können das nicht so drehen, aber wir haben einen Rotationspunkt an den Oberschenkeln, beziehungsweise an der Hüfte, haben hier noch ein zusätzliches Gelenk, das in gewissem Maß beweglich ist. Wir haben ein relativ gutes Kniegelenk, das auch hier sorgt, dass man irgendwie das Gelenk selber nicht sieht, sondern dass es halt irgendwie geschlossen wirkt. Dann haben wir ein Fußgelenk, doppelt beweglich, also sprich, es kommt ein bisschen vor und zurück. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit der Beweglichkeit. Hier hinten ist eine Klappe, die kann man öffnen, da kommt dann die Klappe dran, mit der man dann halt den Standfuß an der Figur befestigen kann. So ein bisschen sieht man hier drin, wenn man das Bein bewegt, wie das funktioniert, finde ich ganz lustig. So, und ja, das Zubehör, wie gesagt, umfasst den Pilz, sehr süß designt, hat natürlich extrem hohen Wiedererkennungswert, darüber hinaus ist es halt nur ein Pilz, macht so nicht viel. Ich finde schade, dass da hier auch kein Loch drunter ist, dass man den hat, hätte vielleicht irgendwie aufstecken können, weil ich hätte mir das so vorgestellt, dann halt, dass der Pilz hier gerade aus der Box kommt und es gibt ja noch eine Base, die hat einen längeren Stift, das ist halt aus, als käme der gerade aus der Box gehüpft. Auch nun gut, man kann nicht alles haben. Die Münze, wie gesagt, sehr schön, ist schön vergoldet, hat hier unten einen Steckplatz für eben diesen Standfuß. Und sieht dadurch halt auch echt schick aus. Kann man dann halt so auf die Kiste stellen. Und sieht gut aus. Die Fragezeichenbox ist auch sehr toll designt. Das Fragezeichen ist ein bisschen hervorgehoben. Wir haben hier so kleine Löchlein, die angedeutet sind. Sieht auch ganz gut aus. Hier unten ist ein Steckplatz für eben das, was ich euch gezeigt habe, was im anderen Zubehörset drin ist. Dass man halt eben ja, die Box auf dieses erhobene Ding stellen kann. Und das Ganze finde ich halt wirklich aus ja, Sicht eines Nintendo Geeks als ziemlich toll. Man kann das wirklich super toll im Regal positionieren und wenn man halt jetzt mehr von diesen Sets hat, also zwei Sets sind halt wie gesagt jetzt draußen, die kann man natürlich auch doppelt kaufen und kann dann sich da halt wirklich eine Landschaft aus draus machen. Wie gesagt, ich habe mir da halt jetzt diesen Papphintergrund zugemacht und dadurch sieht das Ganze natürlich noch ziemlich cool aus. Bewegungstechnisch, wie gesagt, ist das halt so eine Sache, aber Mario ist eben halt klein, pummelig und ist jetzt nicht unbedingt für seine Athletik bekannt, aber man kann halt wirklich viele tolle Positionen halt eben auch aus den Spielen darstellen. Das sieht man ja auch hier auf der Verpackung ganz gut, hier dieser laufende Sprung. Oder hier zum Beispiel dieser Slide, den er auf dem Boden macht. Also das ist schon ganz nett. Ein bisschen mehr Beweglichkeit wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber nun gut, das, was man hat, ist halt schon ganz ansehnlich. Kleinen Vergleich habe ich jetzt noch zu einer anderen Figur, Arts-Figur, um halt euch das mal mit der Beweglichkeit und der Detaillierung halt nochmal ein bisschen zu zeigen. Das ist jetzt Sailor Moon, Sailor Merkur, wenn ich mich nicht irre. Ist die Figur meiner Frau. Und hier sieht man schon, dass hier ein ganz anderer Standard herrscht, was Beweglichkeit angeht. Oder auch bei den Power Rangers Figuren sieht man das ganz gut. Also wir haben hier wirklich eine, ich sag's jetzt einmal frei raus, abartige Beweglichkeit. Also was man hier für Positionen mit den Figuren machen kann, ist wirklich sagenhaft. Und dagegen wirkt Mario halt wirklich etwas steif und etwas langweilig. Größentechnisch kommt Mario auf, sagen wir mal, 10 cm circa, also knapp 4 Zoll. Mario ist halt klein und pummelig, dadurch geht's halt, finde ich. Und ja, ich hoffe natürlich auf viele weitere Figuren, zum Beispiel Luigi, Prinzessin, Toadstool, etc. etc. Oder Peach, vielleicht noch Daisy und natürlich halt auch ein Figuarts Bowser. Als Vergleich habe ich jetzt hier Figma Link aus der Zelda The Skyward Sword Reihe. Und dann noch, wie ihr schon im Intro gesehen habt, Master Chief aus Halo, der nicht stehen bleiben will. Na, komm schon. Und noch Steve aus Minecraft und ja, Videospielhelden versammelt. Cool wäre jetzt natürlich noch ein Figuarts Sonic, den würde ich mir auch noch zulegen. Ach, und ich wette, da gibt es noch genug andere Figuren, die man umsetzen könnte. Wobei ich aber sagen muss, dass ich prinzipiell zufrieden bin mit Mario. Ich finde halt das Zubehör an sich eine super tolle Sache.
Aber wenn man jetzt einfach mal von der Beweglichkeit und vom Umfang her sieht, habe ich zwar jetzt für meinen Figma-Link eindeutig mehr bezahlt, aber dadurch sieht das Ganze auch etwas wertiger und etwas detaillierter und einfach von der Beweglichkeit her besser aus. Nun gut, man kann aber jetzt Mario nicht unbedingt mit Link vergleichen, aber ich denke, ihr wisst so ein bisschen, was ich damit ausdrücken möchte. Ich werde auf jeden Fall noch mir die beiden Zusatzsets von Mario zulegen, werde euch dazu dann auch nochmal ein geupdatetes Video liefern und ja, wie gesagt, also an und für sich bin ich super zufrieden mit der Figur, wenn man halt damit leben kann, dass die Figur halt relativ eingeschränkt ist für eine Figurarzt, aber dafür super ansehnlich und einfach ein tolles Teil auf dem Regal und mit dem ganzen Zubehörsets auch noch mächtig, mächtig cool als Diorama. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt mal fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ah ne, heute ist Mittwoch. Ich komme schon wieder ganz durcheinander. Bis zum nächsten Mal jedenfalls. Das war's auch schon wieder für heute. Doch kein Grund zu verzweifeln, denn auf unserem Kanal findest du noch viele weitere Videos, die das Nerdherz höher schlagen lassen. Und wer weiß, vielleicht ist etwas dabei, was du so noch nicht auf dem Schirm hattest. Und wenn dir das nicht reicht, schau doch mal auf unsere Internetseite starblight.de. Dort findest du unser großes Forum, News, Infos zu Kinofilmen, Videospielen und Serien und natürlich vieles mehr. Starblight.de. Von Nerds für Nerds.